Bewohner oder auch Let's Play 7 Days to Die. So, eine Runde buddeln. Tag zusammen. Bin heute hier im TS, das heißt ab und zu kommt vielleicht die Stimme aus dem Hintergrund von unserem TS-Server und Minecraft-Server-Chefe und Vorstandsvorsitzender von Mibig IT Service, von unserem Frankie. Frankie, sag mal hallo. Hallo. Ja, da ist er. So, Tag 19. Wie spät haben wir es denn? Kurz vor 9, draußen wird es dunkel, das Haus ist gesichert. Mal rausgucken. Sieht gut aus. Dann ab in die Keller. Denn wir brauchen Steine. Jede Menge. Denn ich habe einen Plan. Kam mir heute Nacht beim Schlafen die Idee, die ich jetzt im Moment gerade wieder vergessen habe. Na gut. Frankie, hört man mich eigentlich auf meinen Videos sehr hässlich? Och, es geht eigentlich. Also ich verstehe dich gut. Ja, du bist den Dialekt wahrscheinlich schon gewöhnt. Kann sein. So, wir hacken, den ganzen Tag. Ich habe gestern mal hier was Schönes rausgefunden. Und zwar kann ich, wenn ich hier die Tabulator-Taste drücke, das sieht man auch dann später in einem von den Videos, sieht man, wie viele Zombies um einen rumstehen. Und wann die gespawnt sind und sowas. Momentan sind es gerade 12, 13, also gestern waren es bis auf 52 Zombies, die insgesamt hier waren. Da hat man doch Freude. 52 Zombies, ich glaube, es hackt. So, was wollte ich eigentlich mit den ganzen Steinen machen, die ich jetzt hier sammle? Ah, zum einen natürlich mein Haus weiter ausbauen. Und auch, was noch? Ja, da drüben ein neues Haus bauen. Und auch mal eine Getreidefarm anlegen. Oder eine Kartoffelfarm. Und das natürlich dann umzäunen, damit es nachts geschützt ist. Naja, Hauptsache erstmal Steine. Und wenn es dann hell ist, gehe ich wieder raus und sammle draußen wieder ein bisschen ein paar Sachen ein. Und überall macht's wäh, wäh, wäh. Was auch lustig ist, Frankie, dass wenn ich jetzt hier unten bin, ich habe jetzt schon meinen Keller ein bisschen weiter ausgebaut, die Zombies merken oder riechen, wo ich bin, sozusagen, und versuchen sich dann an diesen Stellen nach unten zu mir durchzugraben. Aha. Kommen die auch durch Stein dann durch oder nur durch Erde? Die kommen auch durch Stein, das dauert halt. Also ich habe jetzt mein Haus so gesichert, ich habe aus den Steinen, die du da abhacken kannst, kannst du auch Cobblestone machen. Und der ist schon recht stabil und habe dann um mein Haus rum zwei Reihen Cobblestone gemacht. Und ich sag mal, in einer Nacht, die müssen ja im Prinzip, um dann reinzukommen, müssen sie vier Blöcke zerschlagen, zwei breit und zwei hoch. Und das schaffen sie nicht. Also zwei Stück kriegen sie in der Nacht kaputt, aber das war's. Aha. Es ist schon echt krass. Also ich muss da schon immer mal tagsüber dann rumgehen und gucken, und das, was die kaputt gemacht haben, muss ich ersetzen. Ich habe jetzt dem letzten eine Folge gehabt, da habe ich dann auch zwei Reihen um mein Haus rumgemacht und habe gedacht, naja komm, dann bleibst du halt immer einfach draußen stehen. Oben bin ja zwei Blöcke hoch, da kommen sie ja nicht an mich ran. Dann haben sie es aber einen Block haben sie dann kaputt gekriegt und sind dann auf die Mauer gekommen. Da hast du mal ein Rennen sehen. Dreckviecher. Und ich kann jetzt endlich Schrotmunition selber machen. Auch das war in der, glaube ich, in einer von den Folgen, die ich gestern aufgenommen habe. Du hast Waffen, kannst du ja nur finden. Und auch Munition und Schrotmunition. Und es gibt aber die Möglichkeit, sich Schrotmunition zu craften. Das ist die einzigste Munition, die du dir herstellen kannst. Aber das ist in dem Spiel noch nicht implementiert. Aber da gibt es auf der Seite, gab es da eine Anweisung, welche Zeile man da wie ändert. Und jetzt kann ich mir auch Munition, Gott sei Dank, herstellen.
Aha. Mal, gestern bin ich nämlich gleich mal wieder drauf gegangen. Und da ist alles, was man in dieser Aktionsleiste hat, ist dann weg. Und alles, was man in der Tasche drin hat, das behält man. Okay. Nur da ich die Munition ja meistens in der Aktionsleiste habe, da sonst die Waffe nicht nachlädt. Und wenn du nicht schnell genug bist und stirbst, da hast du vielleicht, also 2 Minuten mehr hast du da nicht, dann kannst du deine Sachen auch nicht mehr aufsammeln. Dann sind die fertig, so wie bei Minecraft, ist ja da auch so. Ja. Ja, nur hier ist es noch schneller. Oha. Und da hat es mich wirklich schon ein paar Mal erwischt, wo ich mich tierisch drüber geärgert habe. Kann ich mir vorstellen, wenn du so schön das immer drin hast. Ja. Leiste, ja. Munition, Waffe, Werkzeuge. Ja. Ich sag mal, mittlerweile geht's. Mittlerweile habe ich genug Mats, dass ich mir so Dinge gut herstellen kann. Aber und auch schon genug gefunden. Also ich habe ja schon ein gutes Arsenal bei mir unten im Keller. Ich habe jetzt auch lauter Truhen hergestellt. Ich habe jetzt hier 2 Sniper, noch ein Maschinengewehr, einen Raketenwerfer, den ich noch nie ausprobiert habe. Jede Menge Pistolen, noch eine Schrotflinte. Was habe ich hier drin? Auch noch jede Menge Pistolen. Und gestern oder vorgestern war es, habe ich eine Kettensäge gefunden. Ja, konnte aber auch Holz nehmen, oder nicht? Ja, dafür nehme ich es auch nur, also. Weil die braucht Benzin und auch Benzin kann man sich nicht herstellen, da muss man auch finden. Ja. Und das geht auch schnell weg und ich hebe mir das Benzin, nehme ich mir lieber auch für den Bohrer. Dann kann ich mir schnell hier unten meinen Tunnel oder meinen Keller ausbauen. Ja, mit Tunnel hast du in Minecraft. Ja. Tiefbau Minecraft, Rosi. Ja. So, schön sammeln. Immer diese Hackerei hier, ich komme mir vor wie einer von den 7 Zwergen. Aber hier gibt es auch Grundgestein. Ich bin selber noch nicht runtergekommen, aber ich habe es schon auf einem anderen Video gesehen, also irgendwann kommt mir auch auf Grundgestein, da geht es ja auch nicht mehr weiter. Irgendwas wollte ich eben noch. Ach ja, die geilste Waffe, die mir am meisten Spaß macht gegen die Zombies, ist ein Vorschlaghammer. Ja, da haust du einmal direkt zu und einmal direkt auf den Kopf und wenn deine Energie voll ist, fallen sie nach einem Schlag um. Umgangssprache Spindel genannt. Ich weiß, wenn der Frankie dieses Spiel programmiert hätte, dann wäre die stärkste Waffe nicht der Vorschlaghammer, sondern die Wasserbombezang. Falsch. Ja, ich weiß, die Bombenwasserzang. Genau. So, wo habe ich denn noch Fackeln? Habe ich denn überhaupt noch welche? Nee, die sind ja gestern alle draufgegangen, wie ich abgekratzt bin. Ah, blöd. Torch. Wo ist denn die Torch? Da ist die Torch. Hier. Ich habe die Taschen auch viel zu voll. Ich muss unbedingt gleich mal die Taschen leer machen. Und warum habe ich jetzt da ein Loch reingehauen? Hm, Fragen über Fragen. Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Zumindest habe ich jetzt Steine. Wie spät haben wir es denn? 2 Uhr? Dann habe ich ja noch ein paar Stunden Zeit. Dann kann ich hier noch ein paar Steine sammeln. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Bohrer finde und dann noch genug Benzin. Und dann mal ein bisschen schneller vorankomme. Ich habe mir heute schon überlegt, irgendwann heute Nacht am besten ist, weil es ist immer so schwierig jetzt zu sehen, in welchem Haus war ich schon drin, welches Haus habe ich schon durchsucht, welches nicht. Habe schon überlegt, vielleicht sollte ich die Häuser, die ich schon durchsucht habe, einfach mit der Panzerfaust platt machen. Dann gehe ich definitiv nicht mehr rein. Wenn kein Haus mehr da ist, gehe ich auch nicht mehr rein. Eine Fackel draußen hinmachen. Ja, ja, ich habe jetzt schon einfach bei manchen einfach nur einen Stein vor die Tür gesetzt. Aber die blöden Deppen, die machen ja alles kaputt.
Die blöden Zombies. So. Weiterhacken. Wie sieht's denn aus mit der Gesundheit? Ja, geht noch. Aber die Taschen muss ich gleich mehr machen. Wie bei 7 Zwerge. Hier wird gehackt und gehackt und gehackt. Hier ist noch ein Steinchen. Auf jeden Fall ist mein Keller schon schön groß. Jupp. Oh. Sag mal, das hört sich an hier. Da müssen ja, wie viele Zombies sind denn da schon wieder um mich rum? 54. Ah ja, 54 scheint so die Standardzahl zu sein. Da ist dann Ende. Also ja, keine Überlebenschance. Ja. Also es reichen schon, also gut 54 Stück. Nachts reichen schon 3, wenn es dunkel ist. Tagsüber 54 locker. Mit einer Schrotflinte und einem Vorschlaghammer kriegt mir die schon gut Platz. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Ach, da muss ich mir eine neue machen. Wo ist sie dann? Pickaxe. Wo habe ich sie? Hier, die Pickelachse. Ich muss meine Taschen leer machen. Aber erst nehme ich mir noch den Metallklumpen. Geh kaputt. Du Nase. Na also, geh doch. So. Den nehmen wir auch noch mit. Ach komm, eine Reihe machen wir noch. Bevor wir die Taschen leer machen. Ein bisschen geht noch. Haben wir erst 4 Uhr. Ist ja noch Zeit. Ja, alles schön einsammeln. Oh Mann, das hört sich wirklich schrecklich an. Wenn die jetzt hier irgendwann in meinen Keller runterkommen, dann mache ich ein dummes Gesicht. Ich muss mal gucken, in welche Richtung mein Keller geht. Der geht Richtung Westen. Das ist auch was Lustiges an dem Spiel. Ich habe mich mal oben aufs Dach gestellt. Die Sonne geht hier im Westen auf. Okay. Ich habe noch gar nicht geachtet, Minecraft willst du es? Da geht es, soweit ich weiß, richtig im Osten auf. Erste geht gerade im Westen unter. Stimmt. Ja. Da habe ich, glaube ich, schon mal drauf geachtet, wie das da ist. Meine Backe, auf jeden Fall hört sich das an, als wären die hier direkt über mir. Ich habe auch schon mal in meinem alten Keller, wo ich vorher war, glaube ich war das, habe ich gesehen. Da kam dann von oben kam so Staub durch die Decke in meinem Keller. Das war dann wirklich ein Zeichen dafür, die waren schon sehr nah bei mir. Da siehst du wirklich wieder so Partikel runterkommen. Muss ich durchgraben? Ja. Hä? Okay. Ich habe da hinten jetzt noch so ein Gebiet, wo ich eigentlich immer hin wollte, wenn es hell wird. Da wollte ich schon seit 2 oder 3 Aufnahmen hinkommen, aber ich habe es nie geschafft, weil immer irgendwo mich was aufgehalten oder getötet hat. Mal gucken, ob ich es heute schaffe, wenn es hell ist, mal dahin zu kommen. Da war ich nämlich mal in einem anderen Spiel, wo ich das mal kurz angespielt habe, war ich da. Und da war, glaube ich, ein Bohrer. Und dann will ich gucken, ob der jetzt auch wieder da ist. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, die Welten sind ja immer gleich, ist halt nur riesengroß. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass auch das Loot, was da drin ist, in diesen Autos und in den ganzen Kisten und sowas, dass das auch immer gleich ist. Noch jedenfalls. Ich bin mal gespannt, wenn die Alpha 2 dann rauskommt. Da soll es ja auch dann irgendwann die Möglichkeit geben, sich eigene Welten zu erzeugen, und dann kommen auch neue Waffen, so wie eine Armbrust zum Beispiel soll kommen. Also wenn man sich das komplette Video anguckt, was der Entwickler da gemacht hat, da gibt es ja später auch noch so ein richtiges Skill-System mit Level und allem drum und dran. Echt mal gespannt, ob das so kommt, wie sie das vorhatten.
Weil da kannst du dann noch überlegen, in welche Richtung du dein Crafting verbessern willst. Lieber mit Waffen oder lieber andere Sachen. Hat schon sehr viel Potenzial, das Ding. Und dann war ich gestern auch nochmal auf der Homepage von denen. Und hab dann nochmal geguckt, weil es gibt so einen Debug-Mode. Da kannst du mit so einem Befehl, ich glaube DM on, hast du dann auch wie so eine Art Gott-Modus. Das steht auch hier in der, wenn du auf die Optionen gehst, Tastaturbefehle. Da kannst du entweder bei G bis kommst du in den Gott-Mode oder mit Z kommst du in den Kreativ-Mode. Aha. Das geht aber bei mir nicht. Und da habe ich gestern mal eingegeben hier in die Konsole Debug on. Sagte aber, für meinen Account ist Debug-Modus nicht verfügbar. Jetzt habe ich mal geguckt, ich habe ja die normale Version, sag ich mal, für $35 habe ich mir gekauft. Und du, es gibt auch Versionen, die gehen, kannst du kaufen, die gehen bis zu $500 musst du da bezahlen. Oha. Da hast du dann wahrscheinlich auch einen Gott-Mode oder sonst irgendwas drin. Aber ich gebe doch keine $500 für irgendein Ding aus, was in der Alpha ist. Ich gebe auch nicht $500 für ein fertiges Spiel aus. Da kannst du mich doch mal gern haben, kannst du mich doch da mal. So, wir haben 6:30. So, dann hören wir jetzt auf hier zu buddeln. Ne, noch zwei müssen wir. Und dann geht's ab nach draußen. Es wird hell, Sonne geht auf. Mal gucken, hier gehen wir mal noch weg. Oh, dahinter ist jede Menge Eisen. Entweder Eisen oder Blei, keine Ahnung. So, Taschen leer machen, damit, sobald es hell wird, dass wir draußen sind. Also, was habe ich gesagt? In Richtung Westen muss ich gehen. Wo ist denn die Map? Also, wenn ich in Richtung Westen gehe, da müssen die ganzen Zombies rumstehen. Und dann gucke ich mal, ob die da Löcher gebuddelt haben. Okay. Taschen leer machen. Tasche leer, Tasche leer, Tasche leer. Alles, was wir nicht brauchen, hier lassen, damit wir nachher schön viel draußen einsammeln können. Weg. Gut, da ist noch ein Platz drin. Das heben wir, das lassen wir hier. 17 Stück ist immer gut. Jo, gut. Was ist hier drin? Ah, Bücher. Die kann man darauf machen. Papier kommt hier hin. Das kommt da rein. Hier haben wir noch ein Pistölchen. Brauchen wir nicht. Was haben wir denn da? Verbandsmaterial drin. Das nehme ich mal mit. Noch Pistolenmagazin. 10mm Magazin haben wir auch noch. Was zu essen. Lass ich mal sicherheitshalber einstecken. Die sind alle leer. Aha. Hier war noch was drin, okay. Dann machen wir das Scrap Metal, machen wir da rein, das machen wir auch da rein. Dann machen wir uns wieder Eisen. Oh, 25 Eisenbarren wieder gekriegt, sauber. Das geht nicht. Jede Menge Kohle. Bleibarren haben wir auch wieder, jawohl. Und hier ist Stein. Stein. Einmal 50 und einmal 64. Ja, das sollte ausreichen. Gibt dann jede Menge Cobblestone. Gut. Uhr. Ja, dann wird es Zeit, dass ich nach draußen kommen. Jetzt dauert ja ein bisschen, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Ja, das noch rausmachen, das noch rausmachen. Das setze ich oben hin. Stone, Cobblestone. Was zu trinken, noch eine Pistole, Painkiller, alles klar. Und raus. Und Gas geben, raus. Raus, raus, raus. Lauf, Grossi, lauf. Schrotflinte habe ich. So. Erst schnell kontrollieren, was die alles an meinem Haus angerichtet haben.
Jep, ja, geht doch kaputt. Also. Zack. Aha, hier drüben stehen schon ein paar Zombies. Hallo Jungs. Mhm. Oh, was ist das? Da haben sie schon eine Ecke rausgefräst. Gleich wieder ordentlich machen. Gut, sieht besser aus. Ah, ich wollte hier auch noch eine Reihe drumherum machen. So, das sieht gut aus. Alles klar. Dann in diese Richtung gehen. Und mal schauen, wo hier die Zombies rumeiern. Munition habe ich ja genug dabei. Ach du dickes Ei. Boah, hier sind mal locker 20 Stück. Ey. Scheiße. Lad nicht so lange nach, Mensch. Donnerwetter. Oh shit, da kommt noch wieder. Oh Mann. Jetzt lädt er schon wieder. Ich klopp mir ein Ei auf. Meine Backe. Ihr seid ja auch nicht mehr ganz knusprig hier. Immer schön mit in den Kopf schießen. Boah. Ah. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Sowas nennt man Nachbarn, weißt du, Frankie? Sie wollen nur mein Bestes, sie wollen mein Gehirn. So, jetzt ist Ruhe. Also, ich würde mal sagen, von den 54 habe ich jetzt ungefähr 30 Stück gerade erschossen. Oh, da hinten kommt noch einer durch die Hintertür. Moin. Und die haben das Haus hier schon gut zerlegt. Gut. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Gucken, ob hier noch mehr sind. Zumindest ist es jetzt mal hier gerade ruhig. Ups. Tschüss. Boah, haben die hier ein Loch reingemacht. Krass, echt krass. Mal hier alles mitnehmen. Ich glaube, das Haus steht nicht mehr lange. Das bricht mit Sicherheit bald zusammen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Warte mal, da ist eine Kloschüssel. Eine Kloschüssel. Herr Lehrer, ich muss mal. Lecker. Toilettenwasser. Geht doch nichts drüber. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Wieso haben die dann die Leiter kaputt gemacht? Jetzt komme ich gar nicht da hoch. Kartoffelsamen. Oh, was zu essen. Jetzt eier ich schon wieder hier rum. Und war immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Oh, geil, noch eine Schrotflinte. So, habe ich noch eine Leiter einstecken? Nö. Aber ich kann mir noch Leitern machen. Sehr gut. Mach das doch. Drei Stück reicht. Leiter, so. Da oben ist bestimmt noch was Interessantes auf dem Dach. Und hoch. Erstmal Fackelchen machen. Brauch ein bisschen Licht. Ah, eine Taschenlampe, na super. Noch ein Koffer. Was zu essen, naja. Hat sich nicht gelohnt. Nö. Definitiv nicht. Okay, dann raus hier. Und Richtung Norden. Norden ist wo? Hier, jawohl. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt, obwohl wir haben schon wieder 23:30. Tag. Ja, hallo, ich bin der neue Nachbar. Ja, wer so Nachbarn hat. 23:30 haben wir es schon wieder.
Wo muss ich denn hin? Da hoch. Ja, ich könnte ja dann auch einfach, wenn ich nur da hochkomme, Steine habe ich genug dabei, mich da oben einmauern und verbringe zur Not da oben die Nacht. Ja, das ist eine Idee. Also hier lang. Nehmen. Lauf. Auch noch nehmen. Warte mal. Wegmachen. So, jetzt gucke ich dann noch mal rein. Und weg. Da steht ein Auto. So. Und jetzt machen wir an dieser Stelle mal eine kurze Pause. Und danach werden wir im nächsten Video dieses Auto in die Luft sprengen.